Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung mit mir, dem Lahaka. Ja, ich bin heute wieder hier und stelle euch die Schalkas Armor-Mod vor. Armor. Und zwar geht es darum um diese Schalker, diese kleinen lila Schuhkartons, die hier immer so im Ende rumschwirren, glaube ich. Wenn man die schlachtet jetzt, lassen die tolle Items fallen, eben diese Shells. Ich zeige es mal ganz kurz hier direkt exemplarisch an dem Helm. Und dann kann man diese ganzen Shells, wenn man die dann halt, die droppen die. Und dann kann man die nehmen, um zum Beispiel einen Helm zu bauen und genauso halt auch den restlichen Teil der Rüstung. Das ist alles gleich. So. Ich kann euch ja viel erzählen, aber wir fangen direkt mal an damit, dass ich mir jetzt hier eine kleine Ausrüstung schnappe und dann mal ganz geschwind hier rausrenne und euch mal zeige, wie das aussieht, wenn ich das erschlage, um das Zeug alles hier rauszukriegen. Also, ich werde jetzt einen von diesen Schalkern hier reinsetzen und werde ihn dann erstmal fertig machen, in der Hoffnung, dass ich schaffe, euch zu zeigen, was da so rauskommt. Hallo? Jemand zu Hause? Ist da irgendwo eine Kurbel, wo ich den aufkriege? Ah, da! Ah! Hilfe! Ich fliege. Hallo? Ich meine, ich bin zwar aufgeblasen, aber so schlimm. Hallo, hallo. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Sagt der Koopa zu mir. Ja, das wird ganz einfach. Die kannst du einfach erschlagen. Und jetzt sowas. Der hört nicht auf. So, also im gesetzten Fall, ich wäre jetzt mal hier runtergefallen. Er hat gekotzt. Echt jetzt? So schlimm war es doch gar nicht. Um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also, wenn ich jetzt nicht im Game Mode gewesen wäre, hätte ich mich hier dumm und dämlich gekämpft mit dem armen Kerl. Dann hätte ich eigentlich diese Shells bekommen können, aber die droppen die halt nicht immer. Das heißt, man muss dann da ein bisschen hin und her gucken. Und man bekommt noch diese Bullets hier, die man dann gleich schießen kann. Das zeige ich euch gleich. Aber nur um es jetzt nochmal gezeigt zu haben, wenn ich die jetzt hier hinsetze, dann im Endeffekt schießen die ganze Zeit und man muss dann hoffen und schaffen und versuchen, dass diese Bullets irgendwo gegenfliegen, dass sie dann gedroppt werden. Da hinten sind zum Beispiel schon welche runtergefallen, weil die halt dann einfach in der Gegend rumfliegen und irgendwo abprallen und dann kann man die mitnehmen. So, die klingen echt so, als hätten sie Durchfall oder sowas. Da, genau, die schießen sich nämlich auch gegenseitig ab. Also, man hat da gar nicht so viel Arbeit mit den... Komm ich hier so rein, direkt? Genauso machen wir das. Wir können nämlich einfach so hier wieder reingehen. Das ist der viel kürzere Weg. Das ist eine Abkürzung, die habe ich gefunden letztens. Und dann können wir direkt weitermachen, wenn ich gelandet bin. Prinzipiell können wir das Ganze aber auch vereinfachen, indem wir nämlich diese super Schalker-Rüstung hier nehmen. Und wenn wir uns die zusammenbauen, den Bogen zeige ich gleich, genauso wie die Munition. Und zwar, was wir dann machen können, na, das muss weg, dann können wir diese Rüstung hier nehmen und ich gehe nochmal raus, die müssen nämlich noch draußen rumfliegen, soweit ich weiß. Dann können wir das nämlich sehen, mit dieser Rüstung passiert was ganz Tolles und zwar, komm hier, schieß auf mich. Ah, da seht ihr auch schon ein paar von den Shells und ganz viele von den Dings. So, wenn ich getroffen werde, bekomme ich den Levitation-Effekt nicht und... Wir haben jetzt Jump Boost durch die Rüstung. Ich kann es nochmal ganz kurz zeigen. Hier, da seht ihr, wir haben Jump Boost und wir bekommen keinen Levitation-Effekt. Von daher ist es auch wesentlich einfacher, jetzt diese Viecher zu erlegen. Und dann kriegt man auch viel schneller von der Munition. So, jetzt kommen wir zum interessanten Teil der Sache. Es gibt nämlich hier auch einen Schalker Bow. So. Und diesen Schalker Bow, den macht man ganz einfach so. Man nimmt halt zwei von den Shells, einen Bogen und eine Enderperle. Dann kann man sich diesen Bogen craften. Und dieser Bogen hat einen ganz coolen Effekt. Also, prinzipiell, das ist für später. Ja, ihr seht schon, ich habe noch eine ganze Menge vor mit euch. Wenn man jetzt diesen Bogen in der Hand hat, so wie ich zum Beispiel, und man dann einen Mob sieht, so wie ich zum Beispiel, und man dann diesen Mob ins Visier nimmt, so wie ich zum Beispiel, kann man auf den schießen. Und wenn man dann natürlich, dumm wie man ist, die ganze Zeit den Knopf gedrückt hält und nicht nur mal ganz kurz auf den Auslöser drückt, dann schießt er auch ganz viele. Aber eigentlich... Hallo? Ist kaputt. Eigentlich muss man... Also wenn ich hier oben hinschieße, passiert nichts. Man muss wirklich einen Mob im Visier haben. Und dann drückt man ab und dann fliegt hier so ein Bullet. Diese Bullets habt ihr eben gesehen. Die bekommt man nur halt eben aus diesen Schalkern. Oder halt dann bleiben die hier über. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich schon den ganzen Tag gefreut... Es regnet Schweine vom Himmel. Ha! Ich habe den Bogen raus für die Mod hier. Ist doch klasse. Also, wie ihr gesehen habt, man kann jetzt hier einfach einmal dieses Schwein abschießen, aber das wäre ja langweilig. Es gibt noch einen ganz coolen Effekt, und zwar, wenn man dann nämlich jetzt hier so ein paar davon nebeneinander hat, also wenn man mehr als nur einen Stack im Inventar hat, dann schießt er direkt pro Stack eins. Also in dem Fall waren es jetzt vier. Vier ist jetzt nicht so berauschend, ne? Also ich könnte natürlich jetzt auch so das ganze Inventar hier so mal voll machen, so grob. Und wenn ich dann jetzt hier einen Mob spawne, dann ist das genau dasselbe. Es ist nur mehr.
So, aber wir wären ja jetzt nicht hier mit dem Lahaka unterwegs, wenn ich jetzt nicht ein bisschen vorgesorgt hätte. Und ich habe eine ganze Kiste voll. Das heißt, ich habe jetzt genug Munition, um diese blöden Creeper, die wir gleich hier spawnen werden, ins letzte Jahrhundert zurückzubomben. So, ich gehe mal ganz kurz in den Game-Mode, damit hier nichts passiert. Ich werde schon genug kaputt machen gleich. So, ich muss erstmal, ich brauche erstmal ein paar davon, weil sonst wird es langweilig. Ich hole den Rekord, ich hole den Rekord, ich hole den Rekord. Yeah. So, und jetzt achtet genau darauf. Mein Inventar, na, hier, komplett voll. Und jetzt geht's los. Boah. So, jetzt ballern wir hier mal so viel raus, wie nur geht. Und jetzt wird es hier gleich Creeper regnen. Wenn ihr euch das mal anguckt. Okay, es sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus, aber jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. So, die Creeper fliegen nämlich jetzt alle hoch und die werden auch alle von der Munition hier... Achso, ich verliere natürlich... Ich bin ein Held. Ich kann euch so viel zeigen, wie ich will. Ich verliere natürlich keine Munition, weil die ja, weil ich ja im Creative Mode bin. Aber wie ihr seht, kann man jetzt hier die ganzen Creeper eben mit einer Menge von diesen Bullets abschießen. Wenn man natürlich auch hoch genug steht, damit die da drüber fliegen. Egal. So, ich muss mich zusammenreißen. Ich muss seriös wirken. Zumindest heute. Ausnahmsweise mal. Kopa hat mich drum gebeten. Ja, und ein Knopf. Dem... Entschuldigung. So, bevor ich jetzt noch mehr... Dann schieß doch... Okay, bevor ich jetzt noch mehr kaputt mache, wollte ich einfach nur noch mal erwähnen... Was ne... Scheibenkleister. Es ist auf jeden Fall eine saukoole Mod. Man kann jede Menge Unsinn damit anstellen. Es ist eine super schöne Erweiterung für das ganze Spiel. Vor allem am Ende kann man sich dann super mit ausrüsten. Und ja, schaut bei mir vorbei, wenn ihr TMN sehen wollt. Ansonsten beim Copa gibt es weiter Mods. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao! Es ist viel zu warm für so einen Mist.